Wir sind in der Bärenschlucht, Ostern 2023. Wir haben Traumwetter. Und wir zeigen euch gleich mal den Campingplatz. So, erste Infos. Wir sind umgeben von schönen Felsen. Wir sind in der fränkischen Schweiz. Eldorado für Kletterer. Und Leute, die gerne Höhlen erkunden. Ist da hinten mehr Platz? Los, ich krieg's nicht! Alles gut, ein Brocken hier zu sehen. Hier gibt's einen Biergarten, aber der ist noch nicht geöffnet in der Osterzeit. Und da kann man hier Saunafässer mieten. Oder du kannst eine eigene Hütte mieten. Und hier sind die eigentlichen Stellplätze, aber die werden gerade noch frisch gesät und sind noch gesperrt und deshalb sind wir alle hinten auf der großen Wiese. Ostersonntag, also mal ohne Scheiß. Ostersonntag, aber wir müssen nur kurz gucken, ob am Ostersonntag nicht vielleicht Pottenstein auch geschlossen ist, weil wir sind ja im katholischen Bayern. Also, wir sind in Pottenstein, ungefähr 2 Minuten gefahren vom Campingplatz. Oh! Erlebnispark geschlossen, war katholisch. Nein, ich glaube, der ist offen. Ich hab's, also ich habe nichts, als ich drauf war, habe ich nichts gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass am Ostersonntag, ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, die sind nicht da. Also morgen machen wir die Höhlentour. Machen wir die Höhlen. Machen wir morgen ein paar Höhlen. Also wir sind hier in der fränkischen Schweiz, ganz in der Nähe von Muggendorf, auf einem Wanderparkplatz. Unsere erste Etappe für heute wird die Oswaldhöhle sein. Die Oswaldhöhle ist so eine Durchgangshöhle, also der Wanderweg geht hier durch und da vorne geht es jetzt weiter. Mach um 3 cm pro links, nicht schaukeln. Halt die bitte richtig in der Hand und mach sie um dein Handgelenk mal. Und halt sie dann richtig in der Hand. Pass auf, war so klar, ich abrutsche. Danach geht es noch in die Witzenhöhle und in die Doktorshöhle. Die liegen alle auf einem Wanderweg. Und da gehe ich jetzt mal direkt mit rein und ich als zweites erst. Wir schauen uns das alles zu dritt mal an. Das ist doch so ein Kriechgang. Felix, Mütze auf und Jacke zu. Jacke zu, Mütze auf.
So, ich bin jetzt hier oben allein in der Höhle und warte. Interessanterweise sind die da in das eine Loch abgetaucht und ich höre sie aus dem anderen Loch. Ich glaube, dass die jetzt gleich einmal durch die Höhle unten durch sind und dann kommen die auch hier wieder hoch. Da sind wir in der Doktorshöhle und man munkelt, dass man danach zum Doktor muss, wenn man da reingeht. Und zum Abschluss dürfen wir noch auf einen Aussichtsplattform, also Aussichtsturm gehen. So. Habt ihr eure Hände auch gewaschen? So, jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Einmal gibt es die Basilika, dann gibt es eine Burg und da oben gibt es noch einen Felsen mit Aussicht. Und das schauen wir uns jetzt an. Fahren wir jetzt zurück und wir haben irgendwo jetzt was gebucht, eine Pizzeria. Aber ich habe das Gefühl, die beiden wissen auch nicht, wo wir hin müssen, aber es ist wirklich schön, einfach mal hier zu stehen und ein Foto zu machen. Guckt ihr das an. Wow. Ich glaube, ich sollte hier parken. Ungefähr 200 Meter vom Campingplatz entfernt. Und jetzt erkunden wir Höhlen und ich brauche bitte meine Handschuhe, bitte. Wir gucken jetzt nach da oben nach der Höhle und in der Zeit sollen die hier da irgendwo die Eier verstecken. Johanna direkt! Ich gehe hinter dir, okay? Ja, okay, dann kommst du jetzt aber auch mit. Ist da hinten mehr Platz? Los ist das! So, jetzt haben wir gerade eine Höhle gesehen, wo man zwar runterkommt, aber
ohne Seil kommen wir nicht mehr hoch. Und da haben wir gesagt, wir suchen jetzt die nächste Hütte. Das wäre schade, wenn wir das Mittagessen verpassen für die nächsten Jahre. Ja. Andersrum. Bungee-Trampolins haben sie, glaube ich, dort auch. Verköstigung. Wenn man den Location nochmal wechselt, kommt man auf der anderen Seite zu so E-Cards. Wie heißt das? Rockart mit E-Card? Ja. Das ist eine Aussichtsplattform, so ein Skywalk. So, nächste Station ist Fußball-Golf. Das ist sowas wie Minigolf, nur mit Fußbällen. Und da habe ich noch einen Tipp für euch. Esst im Restaurant Einkehr zur Bärenschlucht direkt auf dem Campingplatz. Da gibt es Forellen aus dem eigenen Teich und tolle Wildgerichte. Also was ich nicht verstanden habe, war der Markus der Überflieger beim Fußball. Ja, ja. Dann gebe ich dir mal. Also, wir sind heute in einem Kletterwald und ich habe gerade den Namen vergessen, deswegen weiß ich Pottenstein. Pottenstein. Und wir klettern gerade eine Route. Die Route habe ich den Namen. Wie heißt der Route-Name? Das ist doch jetzt. Ist es ein Orangutan? Ja, das ist der Orangutan. Die Route. Und es ist gerade Stau auf der A1. Das ist der Bär, dann ist es einer. Hallo, guck mal nach oben. Ja? Foto? Nein. Doch, Foto. Seid ihr alle gesichert? Warte mal. Erstmal ein kurzes Video. Ja. Also. Ja. Wo sind wir? Frankenfox. Jetzt geht's Frankenfox, die lange Seilbahn. Ab geht die Post jetzt. Ja. Und tschüss. Rutschen, okay. Okay, und jetzt? Jetzt. Komm. Oh, mein Hintern.